Hi, herzlich willkommen bei meinem Video. Es wird wieder ein Vlog, ein recht kontroverses Vlog, aber ich muss einfach das mal loswerden, weil in meinem letzten Video, in dem es um den Islam ging und warum ich konvertiert bin, gab es so einige Reaktionen, die mich geschockt haben. Also bevor wir das Video starten, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like oder ein Dislike hinterlässt, wenn je nachdem wie euch das Video gefällt, und mich abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr generell immer up to date seid und keine meiner Videos verpasst. So, fangen wir mal einmal an. Es geht um das Video, was ich aufgenommen habe, in dem ich halt erzähle, warum ich konvertiert bin und also zum Islam konvertiert bin und warum ihr es auch tun solltet. Ich habe da gute Gründe genannt, also für mich jedenfalls gute Gründe, warum man das tun sollte. Habe auch erklärt, warum gerade der Islam. Ihr könnt, falls ihr das Video noch nicht angesehen habt, gerne zum Video zurückgehen. Also ihr könnt auf meine Playlist gehen, da ist das Video vorhanden. Ich habe auch Kapitel hochgeladen, damit ihr euch auch relativ gut zurechtfindet, wo welche Information vorhanden ist. Schaut euch das bitte erstmal an, bevor ihr irgendwelche Kommentare hinterlässt, weil die meisten Kommentare, die ich erhalten habe, waren zum einen sehr respektlos, also zum Islam gegenüber, sie waren islamfeindlich. Und ich habe bemerkt, dass keiner der Kommentare so wirklich das Video gesehen hat. Einige haben das schon gesehen, ja. Aber so der Großteil der Kommentare hat das Video gar nicht erst angesehen, hat stattdessen einfach nur seinen Senf abgelassen. Ich weiß auch gar nicht, woher diese Kommentare herkamen. Auf jeden Fall hat mich das sehr, erschüttert. Ich bin enttäuscht von den Menschen, die sowas gemacht haben, und also wie kommt man auf sowas? Also man mag zwar ein schlechtes Bild vom Islam haben, aber man sollte sich doch generell selbstständig informieren, bevor man irgendwas rausposaunt. Ich habe das Gefühl, dass diese Personen, die so negativ über den Islam geredet haben, ja, schlecht informiert sind oder generell nachplappern. Also die Kommentare, die ich erhalten habe, die waren zum einen wirklich sehr respektlos. Also respektloser geht's nicht. Ganz ehrlich, man sollte ein bisschen Anstand haben. Ich habe euch darum gebeten, in den Kommentaren respektvoll zu sein, aber ihr habt drauf geschissen. Mag ja sein, dass der Islam kontroverse Passagen hat, aber es kommt immer darauf an, wie man diese Passagen wahrnimmt. Wenn man die wortwörtlich nimmt, dann kann es halt durchaus sein, dass man das daraus Schlechtes zu interpretieren ist. Aber der Islam bzw. der Koran wurde, also im Koran wurden sehr viele Metaphern genutzt und Verbildlichungen. Und wenn man das dann halt wortwörtlich nimmt und dann mit dem Finger drauf zeigt und sagt, ja, das steht aber so da, ja, dann tut's mir leid, dann seid ihr halt nicht wirklich schlau. Ich meine, man muss doch wenigstens hinterfragen können. Es gibt doch so viele Bedeutungen von Wörtern und vor allem, wenn das dann Metaphern sind. Hallo? Denkt doch mal ein bisschen nach. Wenn ihr dann auch noch so dreist seid und mir irgendwie so ein IQ vorschreibt, obwohl ihr nicht das Video gesehen habt, obwohl ihr Metaphern wortwörtlich nimmt, und das sollte ich eigentlich tun, ich bin Autist. Also jedenfalls glaube ich das, dass ich Autist bin. Ich habe eine Verdachtsdiagnose. Was soll das? Ganz ehrlich. Ich kenne mich auch ehrlich gesagt, also jetzt kommen wir zum nächsten Thema, was mich auch ein bisschen beunruhigt. Sehr viele haben in den Kommentaren geschrieben, dass die AfD wählen. Ich habe so einiges über die AfD gehört und die sind nicht wirklich positiv gestimmt, vor allem was den Islam angeht, nicht. Generell ausländerfeindlich. Ne?
Und ja, wo ist die Toleranz hingeblieben? Also wollt ihr, dass die Hitlerzeit wieder zurückkommt oder was wollt ihr? Was ist euer Ziel? Wollt ihr, dass die Nazizeit wieder zurückkommt? Wollt ihr, dass die Nazis gewinnen? AfD ist rechtsextrem, das solltet ihr wissen. Und diese Personen wählt ihr, die verabscheuen Menschenrechte, die behandeln Menschenrechte, die treten die Menschenrechte zu Füßen. Und so welche Personen wählt ihr, so eine Partei wählt ihr? Mag ja sein, dass es keine guten Alternativen gibt, aber wählt doch wenigstens etwas nicht so Dramatisches aus. Die AfD, Leute, wacht doch mal auf. Sowas geht doch gar nicht. Ihr könnt doch nicht einfach sagen, ja, scheiß mal drauf, alle Parteien sind scheiße, AfD ist die richtige Wahl. Nein! Mit der AfD wird Deutschland untergehen. Das sollte euch bewusst sein. Die Leute, die dahinter stecken, das sind Wölfe im Schafspelz. Die reden euch alles schön warm und schön, die kauen euch alles schön warm und am Ende werdet ihr diejenigen sein, die Sündenböcke sind. Und ich verstehe nicht, wie kann man solche Personen wählen? Erklärt's mir. Also ich habe ja schon gespürt, euer Hass und eure Fremdenfeindlichkeit. Das habe ich gespürt in den Kommentaren. Also das, was in Deutschland abgeht, scheint nicht wirklich angenehm zu sein. Also ich mache mir langsam echt Sorgen. Ich bin hier geboren und ich fühle mich langsam so, als wäre ich nicht wirklich willkommen. Aber wo soll ich hin? Ich bin hier geboren. Ich könnte in die Türkei, aber da wäre ich ein Fremder. Ja. Ich meine, ich habe mich schon insoweit integriert, dass ich die deutsche Sprache perfekt beherrsche und viele auch behauptet haben, dass ich wie ein Professor rede. Also was wollt ihr eigentlich von uns? Wollt ihr, dass wir uns integrieren? Wollt ihr, dass wir uns verpissen? Was wollt ihr? Wenn wir uns integrieren, kommt sowas. Ich habe mich integriert, nur verfolge ich meinen eigenen Glauben. Und ihr könnt mir doch nicht vorschreiben, was ich glauben soll und was nicht. Ich habe euch nur einen Weg gezeigt. Ich habe euch nicht missioniert. Ich habe euch nicht gezwungen, mir zu folgen. Ich habe euch nur einen Grund genannt. Ich habe euch Gründe genannt, warum ihr auch das tun solltet, was ich tue. Ob ihr das folgt oder nicht, das liegt ganz allein an euch. Macht mich nicht dafür verantwortlich. Zeigt nicht mit dem Finger auf mich. Ich habe euch nichts getan. Aber ihr behandelt mich so, als wäre ich ein Übeltäter. Und das finde ich nicht fair. Ich glaube, das sollte niemand fair finden, der so behandelt wird. Also ich bin wirklich mega enttäuscht von so, also jetzt nicht ganz Deutschland, aber halt von einem Teil Deutschlands. Vor allem im Internet trauen sie sich einiges zu, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich glaube nicht, dass diese Personen mir das vor dem Gesicht so sagen würden. Jedenfalls deutet alles darauf hin, dass sie das nicht tun würden, weil sie es gerade im Internet machen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin enttäuscht. Ich kann einfach nur mit dem Kopf schütteln. Findet ihr es okay? Findet ihr es okay, so wie ihr euch verhaltet? Findet ihr das in Ordnung? Reflektiert doch mal. Es kann doch nicht sein, dass ihr so seid, wie ihr seid. Ich bin mit den Nerven am Ende. Gut, das Video beende ich jetzt. Ich wünsche euch, wo immer ihr auch seid, alles Gute. Wir haben derzeit, ja, irgendwas mit 3 Uhr. Ich habe keine Ahnung. Meine Uhr ist auf, ja, 3 Uhr. Oh, wir haben fast 4 Uhr. Ja. Falls euch das Video gefallen haben sollte, dürft ihr mir ein Like hinterlassen. Ihr dürft mich auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr auch keine weiteren Videos von mir verpasst. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Adios.